So, Ulrike, ich habe das gut verstanden mit Animal Farm und ich will auch nichts korrigieren, sondern ich will ja informieren und jetzt sage ich kurz meine Meinung. Ich habe 6 Stichpunkte aufgeschrieben, ich lese das kurz vor. Veränderungen passieren täglich, das ist schon mal ein positiver Gedanke. Die Vergangenheit steckt tief in uns drin, ja. Das stimmt. Drittens, die Angst und das schlechte Gewissen, das ist aber uns anerzogen. Ja, meine Meinung ist das. Der Mensch kann sein Verhalten ändern und das zu jeder Zeit. Und ja, gerade dann, wenn er es verstanden hat oder eben halt zwangsweise muss. Der fünfte Gedanke, Einstein hat einmal gesagt, oder soll gesagt haben, wer sein Verhalten nicht ändert, der kann auch nicht erwarten, dass der andere es tut. Nein, das ist von mir. Er hat es mit dem Verhalten so gemeint, dass es irre ist zu glauben, dass der andere sich verändert, nur du selbst nicht und dass sich dadurch die Welt ändert. Das glaubte er auch nicht. Ja, und dann hatte ich, glaube ich, noch einen sechsten Punkt, weil du dir ja das auch ja die Farbe angeschrieben hast, warum man jetzt das Schwein zur Revolution genommen hat. Ja, gerade ausgerechnet das Schwein bei Animal Farm, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir irgendwas denken, was Subjektives ausdenken. Die Fabel nimmt der Mensch ja einfach besser auf, weil es nicht um den Menschen geht. Aber da irrt er ja. Und die Gebrüder Grimm, das sind ja auch keine Märchen- und Geschichtenerzähler, sondern die erzählen die Wahrheit nur eben halt verblümt. Den Menschen direkt auf seine Fehler oder auf seine Schwächen hinzuweisen, das macht keinen Sinn. Und dann wird man ja auch gnadenlos verfolgt. Aber ich trage den positiven Gedanken in mir und jetzt einfach mal so kurz nachgedacht. Ja, ich bin auch mit einem positiven Gedanken erzogen worden, der trägt. Und das andere habe ich dir ja auch schon so ungefähr erzählt. Ich denke mal, der positive Gedanke ist viel leichter als der andere. Und der andere, da bleibst du auf dem Boden. Und der positive, der Optimist, da steigst du wirklich auf. Und das mit dem negativen Gedanken, das brauche ich dir nicht erzählen. Der Mensch, der bleibt tatsächlich auf dem Boden. Ja, auch böse Jungs und böse Mädchen kommen in den Himmel, das soll ja auch so sein, aber nun gut. Ja, Veränderungen müssen gewollt sein und ich denke mal jetzt auch so mit diesem Netzwerk, was der Mensch jetzt schafft durch die künstliche Energie und Intelligenz, wie schnell das jetzt losgeht. Wir brauchen gar nicht mehr so großartig denken, was früher gewesen ist. Ja. Und ja, Oma hat mir immer gesagt, hier und jetzt, ja, lebe im Jetzt. Und das hier auf unserer Erde, das ist das Paradies meines Erachtens. Nicht vollkommen, weil der Mensch ist da, der hat es leider zerstört. Und ich bringe es auf den Punkt. Es gibt einmal Hawaii und einmal die Osterinseln. Das mit Hawaii, das hat der liebe Gott geschaffen. Und das mit den Osterinseln tatsächlich blöderweise der Mensch. Der hat alles Holz abgehackt, ja, nur um seine Götzen daran zu rollen an die Küste, um die Feinde wegzuhalten. Und ja, anschließend wurde dann auch noch gegrillt. Und ja, die Sonne hat geschienen, unerträglich. Und dann musste der Mensch diese Insel verlassen. Ja, das machen wir jetzt auch mit dem Amazonas, aber an der Stelle auch Schluss mit den negativen Gedanken. Ich habe jetzt nochmal 6 Punkte, die mache ich jetzt auch kurz und beschreibe die. Christian Wulff hat 2011 in Kombination mit der Bertelsmann-Stiftung, also das Bürgerforum, ins Leben gerufen. Ja, ich bin wirklich der Meinung, die 3-Gewaltenteilung, also Gewalt, das stört mich schon. Das sind Rechte, das ist die Legislative, die Exekutive und die Judikative, also die richterliche Gewalt. Und ich bin der Meinung, dass die Bürgerinitiative noch fehlt, ja, und die Initiative jedes Einzelnen, also das Individuum, das gehört auch noch als Säule mit dazu, dass jeder Einzelne sein Recht hat. Das sollte ja eigentlich auch durch das Grundgesetz geschützt sein. Ja, auch die Presse sollte auch Initiative ergreifen
und tatsächlich auch die Wahrheit schreiben. Ja, Wahrheit lässt sich beweisen, ja, Unwahrheit nicht. Das ist der subjektive Eindruck, den auch einige Journalisten so in sich haben. Und es gibt einige Journalisten, die absichtlich etwas Falsches berichten, um das Negative noch negative darzustellen und Feindbilder aufzusetzen. Ich habe am 6. September Geburtstag. Ich habe zwei Seelen in der Brust. Einmal Franz Josef Strauß, er hat auch an dem Tag Geburtstag. Ja, er kann schon mal schreien und negativ denken oder konnte. Und dann Moses Mendelssohn, ein gnadenlos toller Philosoph, habe da schon einige Sachen gelesen. Und weil er auch an meinem Tag Geburtstag hat oder ich an seinem, ist man immer per se verbunden und man reflektiert sich ja durch andere Personen.